Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play World of Warcraft. Mein Name ist Cyranos, ich bin von Immortal Games und ich bin wieder mit meiner Kriegerin für euch am Start. Ja, auf Anfrage von jetzt schon mehreren Leuten in den Kommentaren, ja, habe ich mir überlegt, Arena zu spielen, aber das wird leider noch nichts, da ich das mit meinem Arena-Partner noch managen muss, wann wir das machen und so, weil, ich weiß generell noch nicht, wie ich das machen soll, weil wenn ich spiele und wer zum Beispiel, kann ja sein, dass wir mal einen schlechten Tag haben und wir dann voll abblusen, auf Deutsch gesagt, das kann ich euch ja dann nicht zeigen, wenn wir dann, keine Ahnung, 10 zu 20 haben oder so. Das ist, naja, geht ja nicht, ne? Deswegen, das wird in dieser Aufnahmesession auf jeden Fall noch nicht passieren. Dennoch ist das hier eine weitere Folge und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und dann geht's auch schon weiter. Hier ist so ein schöner kleiner Würfel, mit dem kann man zwei bestimmte Schlachtfelder ausschließen. Und das werde ich jetzt auch machen. Ich schließe nämlich die Insel der Eroberung aus und Altaraktal, weil ich nicht in die 40er BGs kommen will, weil das für meinen PC einfach zu hart ist. So, dann melden wir an. 1,8 Ehre, 1,8K Ehre habe ich schon. Und oh, Lex. Ja, und ich freue mich wieder, dass ich jetzt wieder aufnehme. Ich denke, ich werde auch ein paar Folgen am Stück heute aufnehmen, damit ich auch Stoff für die nächsten Tage habe. So, zufälliges Schlachtfeld, Rolle, Schaden, ja, Kampf betreten. Und das ist die Tiefenwindschlucht. Das ist das neue BG, was zu Patch 5.3 jetzt reinkam, also der neueste jetzt. Und ja, den Sinn davon verstehe ich auch noch nicht ganz, aber naja, ist ja auch nicht schlimm. So. Das ist auf jeden Fall im Moment, ich zeig's euch jetzt. Ach, meine Add-ons gehen auch wieder sehr schön. Oder auch nicht. Oh, lag. Ja, sorry, das ist am Anfang immer so. Okay, und ich habe mich anders gemockt. So. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das gefällt. Also ich finde es ganz cool, so wie ich jetzt aussehe. Und gestern haben wir mit der Gilde wieder RBG gespielt. Und haben unsere Wertung doch tatsächlich hochgespielt. Ich bin jetzt auf 1,5 schon. Das heißt, ich habe den Fähnrich. Hier seht ihr auch. Wobei ich den Feldwebel cooler finde und ihn deswegen lasse. So, erstmal Barfood essen. So, und jetzt erkläre ich es euch mal ganz kurz. Oh, leck. So, also. Hier gibt es drei Minen. Die jeweils, die mittlere Mine liegt halt zentral. Die Goblin-Mine liegt unten. Hier von der Seite aus. Und die Pandaren-Mine oben. So, es geht sich darum, dass, wenn die Horde zum Beispiel die Goblin-Mine einnimmt, dass die Goblin-Mine mit Gold versorgt wird. Das ist die Ressource, die man hier ansammeln kann. Und das Gold sammelt sich halt dann. Und dann gibt es hier in der Hordenbase, so wie auf der Allianzseite, so eine Lore. Das ist das hier. Das muss man klauen, damit man der Horde Punkte klaut. Und so kommt man dann halt zum Sieg, wenn man viele verschiedene Minen hat und der Horde Punkte klaut. Ja. Und jetzt geht's los. So, das Allianzzeichen. Und ich glaube, ich werde nicht in der Mitte zergen. Ich gehe hoch zur Pandamine. Mit drei anderen. So, welcher Buff fehlt uns noch? Okay, passt. So. Jetzt kriegen wir tatkräftig Unterstützung. Ja, und hier kommt jetzt irgendwie keiner hin. Naja, war ja auch klar. Egal, ich reite durch und versuche mir die Lore zu krallen. Was dem Parler anscheinend schneller gelingen wird, wegen dem schnellen Reiten. So, und gerne, ich müsste mir mal Themen aufschreiben, die, mit denen ich über euch reden kann. Mit denen ich über euch reden kann, nein. Das war, glaube ich, falsch, sondern, wie heißt das? Warte mal. Das heißt doch, nicht über euch reden kann, sondern über die Themen reden kann mit euch. So, jetzt habe ich's. Ja, sorry, bisschen verpeilt gerade. Auf jeden Fall müsste ich mir mal Themen aufschreiben, damit wir auch ein bisschen was zu reden haben, weil so ist ein bisschen mager.
So kann ich nur, so kann ich nur über Themen reden, die mir so einfallen oder was hier gerade so abgeht im BG. Ja, und hier wird weiter fleißig, die guckt, die Mine fährt so hinterher. Und die müssen wir jetzt in unsere Base bringen und hier geht's schon los. So, down, ja. Nice. Warum krieg ich den Drecks Hexer jetzt nicht mehr ins Target? Oh. Bleib stehen. Das hasse ich auch. Ich klicke auf meine Insignie und es passiert nichts. So, und sterben will ich jetzt irgendwie ungerne. Ja, und ich sterbe trotzdem. Schön, 90k Crit rein. Ja, und ich habe überlegt, mich kotzt es jetzt ein bisschen an, dass es so laggt. Ich habe überlegt, dass ich die nächsten Folgen mit meiner Todesritterin aufnehmen werde, weil die auch noch Equip braucht und da ist es, glaube ich, einfach sinnvoller. Weißt du so, weil. Weißt du? Nein. Auf jeden Fall wisst ihr, weil mein Krieger ist voll. PvP. Wie gesagt, mit dem kann ich ruhig Arena machen, ist überhaupt kein Thema, mache ich auch gerne für euch. Aber auf jeden Fall, der ist voll PvP. Und da wäre das doch ein bisschen unnötig, wenn ich dann mit dem irgendwie Ehre farm, so auf Deutsch gesagt, wenn ich aufnehme. Und da kommt der Respawn, ja, und jetzt müssen wir die Flagge defen, sonst endet das hier böse. Auf den Charmin, den Hunter. Hunter, Charmy. Gehen einfach mal auf den Charmy. So, jetzt erwischen wir beide. Oder auch doch nicht. 4. 4. Nice. Boah, mich kotzt das gerade so an, dass es das so laggt, ne? Boah. Nicht mehr, also kann man gar nicht richtig spielen. Moment, ich check mal kurz die Einstellungen. Kurz mal checken. So, ich habe alles auf niedrig. Und es laggt trotzdem. I don't know warum. So, und ich kann jetzt kaum was erzählen. Aber wenn ich das jetzt noch 10 Mal sage, dann das hilft uns ja auch nicht weiter. Ja, auf jeden Fall wollte ich mal mit dem DK das machen, weil, ne, der hat noch kein Equip. Also er hat schon Equip. Terranisches Schwert und sowas hat er schon. Aber das hilft ja jetzt auch nicht. Der dreckige Schurke. Nein, nein. Ah, Scheiße. Oh, sorry für das Scheiße. Nee, ey, und dann, ja, genau, wir spawnen auch noch genau, wo die 30-Sekunden-Marke vorbei ist. Und ich wollte gerade auf den Desktop drauf gehen, aber das wäre jetzt irgendwie komisch gewesen, weil das nimmt er ja eh nicht auf. So, wir haben die Lore der Blade Eroxor. Und sorry, dass ich jetzt nicht so dr viel drüber erzählen kann, weil ich kenne das BG selber noch nicht so. Ich war jetzt bestimmt erst 6 Mal drin oder so. Deswegen nicht böse sein. Das geht weiter. Angriffskraft buffen. Und den Priester hier mal helfen. Yeah. Und ich rede jetzt auf American. Nein, Spaß. Ich drück auf die Insignie und es passiert gar nichts. Down. Nice. So, seht ihr, jetzt haben die drei Basen. Das ist halt mal da gut für die. Okay, jetzt haben sie nur noch zwei. So, und ich schreibe mal jetzt hoch zu der Base, um zu schauen, was da so abgeht, um sie eventuell zu tappen. Wisst ihr eventuell, welche Füße und Schultern zu diesem Set passen? Das würde mich auch nochmal tierisch freuen, wenn ihr das wüsstet. So,
So, und außerdem habe ich jetzt in meiner Spell-Auswahl noch die Shockwave mit reingenommen. Ist einfach nice wegen dem Stun etc. Und das macht auch so viel Damage. Und ich habe eventuell überlegt, mal Prot Worry zu zocken. Das heißt richtig hier mit ja, richtig mit Schild und Schwert, weil das auch ziemlich cool ist. Und meine Gilde will das auch irgendwie. Weil wir unbedingt noch Tank brauchen. Und ich glaube, das ist so leck, das liegt einfach am Gebiet. Weil hier irgendwie viel los ist, irgendwie, weil das so grafikaufwendig ist hier. Schätze ich mal, und das kotzt mich ein bisschen an. Aber naja, das bin ich ja schon gewöhnt. So, und jetzt versuchen wir mal die Mitte zu toppen von außen. Vielleicht gelingt es mir ja. Ah! Scheiße! Da klingelt mein Telefon. Ach du Scheiße. Und wieso kann ich nicht auflegen? Ja, das ist jetzt sehr schlecht. Das hätte ich eventuell mal runter tun müssen. Und warum kann ich jetzt nicht auflegen? Mann, ich denke mal, das hört ihr jetzt alles hier. Ziemlich schlecht. Ich will da jetzt auch nicht dran gehen und jetzt verstecke ich es einfach unter dem Bett, damit es nicht mehr so klingelt. So, zack. Jetzt hat es eh aufgehört. Ey, das ist immer kommt irgendwas dazwischen. Das ist nicht mehr normal. Irgendwas passiert immer, was die Aufnahme unterbricht. War bis jetzt immer so und das hat sich auch bis jetzt beigehalten. Ja, und irgendwie ganz ehrlich, das BG mag ich nicht. Wahrscheinlich einfach, weil es scheiße ist. Und hier ist ein Schurke, der mich jetzt mal erstmal krass auseinander nimmt. Ich wehre mich. Mir wird auch noch vom Paladin geholfen. So, und jetzt haben wir das Ding hier eingenommen. Beziehungsweise den Dingens getötet. Und ich habe ja auch jetzt meinen Paladin hochgezogen, weil ich unbedingt auch einen auf 90 haben will. Weil das cool ist. Also, ja, kann man so sagen, ist cool. Deswegen, und hier ist jetzt wieder. Ja. Ah, scheiße. Ja, da kann man nicht viel machen gegen 4-5 Fortler. Und ich hätte jetzt echt gern mal ein Gesprächsthema. Vielleicht mal Thema Vari. Wie findet ihr den Krieger? Habt ihr selber welche oder wie spielt ihr damit? Das würde mich mal echt gern interessieren. Moment, hier mal meine Talente, damit ihr das auch mal seht. Das sind mal meine momentanen Talente. So, und das sind die Glyphen. Ja, und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder sonst etwas, gerne in die Kommentare schreiben. Ich finde den Worry zurzeit, naja. Wenn man ihn gut spielen kann, wir haben auch einen Worry in RBG noch, also wir sind zwei Worries insgesamt, aber wenn man ihn gut spielen kann, ist er ziemlich nice, das muss man schon sagen. Aber so, ansonsten finde ich, er könnte schon ein bisschen mehr Damage machen irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich finde, der Damage ist irgendwie low. Noch, ich weiß nicht irgendwie. Aber das ist wahrscheinlich nicht nur mir aufgefallen, oder ich hoffe es, dass es nicht nur mir aufgefallen ist.
Sonst, ne? Naja, peinlich, wenn du ich den Bobby scheiße findest. Aber ihr könnt ja selber mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den findet. Wie ihr den Patch überhaupt findet. Also so generell. Was ihr davon so haltet, von dem Patch. So, und jetzt sind hier ein paar Hortler, die stressen. Aber kriegen wir schon hin. So, ja, bin down. Kriegen wir wohl nicht mehr hin. Das BG-Zeit auch scheint auch ziemlich, naja, nicht so gut für uns zu verlaufen. Und ich muss mal echt den Timer anmachen. Das mache ich jetzt in der nächsten Aufnahme. Damit ich, auch, damit ich weiß, welche Zeit schon verstrichen ist und ob man noch ein zweites BG reinhauen muss. Ich würde ungern in 30 Minuten Folgen machen. Deswegen mache ich es eigentlich nur, ja, eigentlich nie. Die 28 Minuten auf Aufnahme letztens, die war echt oh, RBG-Termin. Die war echt nur so aus Spaß, weil ich gerade mir gedacht habe, jo, nimmst du noch eine zweite Aufnahme auf? Aber ich werde das jetzt so machen, dass ich jetzt aufnehme, dann gleich die Aufnahme beende und dann direkt im Anschluss nochmal aufnehme, wie als, ja, wäre es halt die neue Folge und wäre irgendwie neuer Tag. Für mich ist es eventuell, ja, 10 Minuten, für euch ist es ein ganzer Tag. Deswegen, ja, nicht wundern, wenn ich gleich von jetzt erzähle, wie das so verlaufen ist und so. Ich hab echt keine Themen, also ich würde mal, schlag mal bitte was vor in den Kommentaren, weil ich habe immer so Themensperre irgendwie bei mir, also mir will echt nichts einfallen, was natürlich weniger gut ist. So, und den Dudu, den müssen wir uns jetzt packen. Premium Plus. So, der Chalke müssen wir unterbrechen. Er darf das Ding schließlich nicht einnehmen. Ja, und jetzt bin ich schon wieder tot. Wie oft ich jetzt schon gestorben bin. Aber ich hoffe, das BG wird ein Sieg. Das wäre natürlich total schön. Total schön. Und morgen ist wieder RBG. Nur ich weiß nicht, ob ich da mitmache. Mal schauen, weil ich habe dann am Montag auch wieder Schule und so und deshalb. Naja, und immer RBG muss jetzt auch nicht sein. Irgendwann reicht es mal. So, und ich hoffe, der Hunter packt mich jetzt nicht. Nee, gut. Auf jeden Fall, ja, Vorschlag Arena hätte ich auch immense Lust drauf. Nur da muss ich noch mit meinem. Oh, geh doch zu. Da muss ich noch mit meinem Arena-Partner drüber reden, ob dem das überhaupt passt und so und wie wir das machen sollen mit dem Aufnehmen, weil ich kann jetzt nicht einfach aufnehmen und dann losen wir da voll. Da muss ich das irgendwie zusammenschneiden. Natürlich auch Loses reintun, aber ja, oder ihm könnte man das ja mal vorschlagen. Soll ich das komplett aufnehmen? Nur dann müsst ihr auch mit viel Gimperei rechnen oder ist euch das egal? Ich weiß ja nicht. Ihr habt ja den Vorschlag gemacht. Ich hätte es früher oder später sowieso irgendwann gemacht, aber jetzt, da müsst ihr wissen. So, und jetzt ist hier die Lore. Ach, den hat einer von uns. Und der DK belästigt ihn. Da müssen wir jetzt natürlich drauf gehen. Und das unterbrechen. So, und den DK. Zack, tot, geht tot, geht tot. Nice. So, wenn wir den jetzt noch schnappen könnten. Kommt jetzt noch ein zweiter Hunter. Ah, scheiße, und jetzt. Naja, bin ich auch tot, halt. Ja, ich glaube, das war im Insgesamt besser gespielt von der Horde. Was sie da gerade eben gemacht haben, boah, und die Lags regen mich so auf.
Nicht mehr schön. Nicht mehr schön. So. Oh, leck, leck. Treten wir immer durch. Ja, und ihr seht schon auf der Karte jetzt die Loren und so, wo die alle lang reiten. Ja, und die Horde ist jetzt kurz vorm Winnen. Ist halt nicht so gute Ausgangssituation für uns. Und ja, sie haben 3 DKs und 3 Shamis. Und 2. Ach du Scheiß, was ist das denn für eine verrückte Combo? Also die Combo von der Horde ist ja wohl mal voll verrückt. Wie wurde das denn zusammengewürfelt? Sonst unterstützen wir unseren Flag Carry hier mal. Boah, ihr wisst gar nicht, es fällt mir extrem schwer, ein Thema zu finden, über das man reden kann. Und wie oft ich jetzt schon darüber geredet habe, dass es fast zum Thema wird. Ah, nein. Ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. So, jetzt hier. Go. Oh, down. Und ich gehe immer down jetzt hier. Was ist los? Schon 9 Tode. Das ist nicht gut. Guckt euch mal den den Hexer an. Wo ist er? Wo ist der Hexer? Ist der raus? Ach so. Ja, klar, ist raus, die Horde hat gewonnen. Schon krass. Oder schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr eventuell dafür wärt, ein komplettes Let's Play zu machen. Also, jetzt wirklich hier, wie heißt es? Ja, ganz normales Let's Play von 1 bis 90. Eventuell Hexer, hätte ich Lust drauf. Müsst ihr mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und sorry nochmal für die kleinen Lags. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber ich versuche natürlich alles, damit es nicht vorkommt. Aber in solchen BGs kann man halt wenig machen, wenn das dann so laggt. Das ist halt blöd für mich, für meinen PC. Ja, trotzdem, ich hoffe, euch hat's gefallen. Danke nochmal fürs Zugucken. Bleibt weiter am Ball. Kommentieren, abonnieren, bewerten. Bis dann.